Reisende zurück in der Zeitmaschine. Das ist die Story. Back to the rules. Ich glaube, das Mittelalter war noch harmlos gegen die Zeit, wo wir jetzt im Mittelalter sind. Oh, 10.000 Jahre vor Christi Geburt. Zentraleuropa auch noch, okay. Finde ich aber gut, dass die Europa genommen haben und nicht Amerika oder so, aber naja. Was will man uns damit sagen? Die Europäer sind steinzeitlich oder was? Ja, das ist eigentlich ja wieder hier. Ups. Irgend so ein... Also wie sagt man? Winja. Masse Hassan. Dafür brauche ich natürlich die Untertitel. Masse Janas. Wenn die so reden. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Baluhu Mansepa, Winja, Duasha. Wir werden ja reisen weit. Von Afrika nach Europa. Winja, Urus Waida. Urus ist Europa wahrscheinlich. Guifa Haplaha. Nehm ich mal. Winja, Damsha. Mabaya Guama. Aber dann kommen die Fahrer. Udam. Rauhadan, Yaudan, Isila, Haskapuris. Das sind unsere Gegner, okay. Winjan, ihr Aguasquama. Nun, Laukasquama. Der Medizinmann, wahrscheinlich eher Kräutermann. Mash Apashkanti, Winja Brashtar, Balshayu. Guashar, Urus Sanchar, Mas Sanchar. Ubisoft präsentiert eine Ubisoft Montreal Production. Das bin aber nicht ich, oder? Bin ich das? Naja, gut, geht gerade so noch. Aber die Schulter ist auch schon ganz schön... Oh, das war damals so, glaube ich. Da hat keine Hautcreme was genutzt. Hautcreme war Schlamm und Lehm und so. Bin ich das oder ist das jetzt nur ein Film? Ich finde das, glaube ich, nicht. Auch nicht mit dem Pfeil hier. Ich kann nämlich gar nichts machen. Nee, ich überspringe nichts. Schauen wir uns jetzt an. Alleingänger hier. Alter, ihr wollt doch nicht wirklich die dicken Brummer da in der Horde fangen. Seid ihr bescheuert oder was? Mama Freudamas. Chadubi Dashimas. Aha, wie die Löwen. Wie die Löwen machen wir das, okay? Wer hat das jetzt gelernt? Habt ihr das von den Löwen gelernt? Oder die Löwen das von uns? Hi! Also ich möchte in der Zeit nicht gelebt haben. Und wir sterben, ja, das weiß ich auch. Aber ich glaube, einige sterben bestimmt schon bei der Jagd. Das hilft uns natürlich bei der Nahrungsaufteilung. Das kleine Mammut da, okay? Halt, halt! Oh, das arme Mammut. Mihaela! Das tut mir leid.
Zeitwada! Damsharsh! So niedlich. Hätten wir nicht Löwen jagen können? Keine Waffe mehr. Kein Scheiß. Keine Waffe mehr. Kann ich die aufheben? Ja, kann ich. Boah, Speere. Ist das kein Speer? Ich brauche Speere, Jungs. Wie nur zwei. Oh, ihr macht mich fertig. Zwei Speere habe ich. Was soll ich denn damit mit den Zahnstocher? Das ist für ihn Zahnstocher. Oh, der war gut. Oh, der war tödlich. Oh, das tut mir leid. Ausgerechnet ich muss der sein. I'm sorry. Suwon, Brastar. Suwon. Ja, ja, das arme Viech, ey. Das hält auch höchstens für eine Woche, Mann. Wir haben noch keinen Kühlschrank. X. Schlauen Dragwash. Aber Elfenbein könnten wir schon mal verkaufen. Könnten wir aufheben. Das wird früher wie Gold. Ich habe nichts. Papa! Ein Drama! Papa! Aber da! Ich habe nichts. Stakar! Was? So viel zu unserer Jagd. Das war der dicke Schädel, der hat hier gerade... Aua. Welcome to Primal Fuckfight. Jetzt bin ich alleine. Ich muss alleine sein. Ich bin der letzte, der Mohikaner, wollte ich gerade sagen. Der europäischen Ureinwohner. Oder was? Aua, siehst du scheiße aus, mein Freund. Was hast du denn da stecken? Mein Shanchita Taka. Was ist mit dir los, Leute? Oh Gott. Urus weiter. Finde verloren, wenn ja, Brüder. Umas Aberskande Winja. Ich muss jetzt noch reisen. Da. Gute Nacht. Scheiße, Alter, scheiße. War das dein Löwe, der ihn ausgibt? Schlau, Dragwash. Geist sei frei, schau, ne? Was die Menschen so gedacht haben. Die haben immer gedacht, wir können reden, andere nicht. Da muss ein Geist drin sein. Bei den Tieren ist halt kein Geist drin. Und wir reden heute von der Seele. Sag ich jetzt mal. Oh, er beerdigt ihn schon. Wirklich, das ist da? Kann natürlich sein, weil sie wussten, dass die Tiere sie sonst holen. Brauche Waffe. Schön. Fahrt nach Urus. Wie finde ich jetzt Waffe? Wofür ist das jetzt? Ist das gut? Ist das gut oder ist das nicht gut? Und gibt es hier Krokodile oder irgendwas? Kann ich jetzt daraus Altenholz, Rohstoffe um... Du kannst Ende gedrückt halten, um deinen Jägerblick einzusetzen. Ende. Also wieder so ein Cheat. Selbst in der Steinzeit haben sie schon gecheatet. Das ist ja... witzig. Alter, wenn es hier schon Krokodile gibt, na dann pro. Gibt es überhaupt in dem Spiel Krokodile? Ich hoffe nicht. Muss das nicht haben. Was ist denn das? Feuerstein habe ich auch, okay. Ich muss jetzt mal wissen, was? Stelle einen Bogen her. Drücke. Wie stelle ich den jetzt her? Das war's?
Hab ich jetzt... Drücke, um einen Stein zu werfen und Gegner abzulenken. Halte F gedrückt, um eine Leiche außer Sichtweite zu bewegen. Beutetasche. Karte. Alter, was ist das da für eine Karte? Ich hab jetzt einen Bogen, ja? Wo ist denn mein Dings? Wo habe ich denn die Sehne her, bitte? Der Bogen kann höchstens 10 Meter geschossen haben, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Ich kann jetzt nicht, ich meine, das wird bestimmt bessere Bögen später bauen. Darum geht's in Pfeile. Wie kriege ich jetzt Pfeile? Wie viele Pfeile habe ich denn? 8. Das ist aber jetzt nicht. Jetzt ich jage, brauche Essen für Stärke. Ja, um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke 0 zum Duken. Halte Ende für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Geh nicht zu nah ran, einige die fliehen, wenn sie dich entdecken. Das war mir schon fast klar. Aber, Alter, mach mich jetzt nicht fertig. Was bitte um der Welt ist das denn? Das ist doch kein Beutetier jetzt, was ich da gerade gehört habe, oder? Das war jetzt... Alter, gehst du da hoch? Das war jetzt kein Beutetier. Was da so laut gebrüllt hat. Jägerblick. Halt. Ich sehe aber nichts. Die Farbe ist so bräunlich. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Oh. Was haben wir da? Aber die Frage ist, ist irgendwo ein Löwe in der Nähe? Ich habe da Tiere da. Was ist das für ein Viech? Oh, bitte lauf nicht weg! Blut! Ich habe es markiert. Wie komme ich jetzt hier runter, ohne hier abzustürzen? Ah, jetzt muss ich wieder ganz zurück. Das ist ja super. Was? Die will ich gar nicht. Was ist das denn? Schäfer mit mir. Wenn ein Tier blutet, kann ein Raubtier nicht weit sein, Alter. Sag ich dir. Daneben geschossen. Super, Alter. Wo ist mein Pfeil? Super. Wo ist das Blut? Da ist es. Was? Heilen? Was? Achso, ich esse jetzt was und heile mich damit. Soll ich noch mehr jagen? Wo muss ich denn jetzt hin, frage ich mich eher mal. Ich habe da was gehört, was mich ein bisschen Angst eingejagt hat. Nee, das war jetzt vom Geräusch hier nicht gerade optimal. Also in dieser Zeit musste man sich eigentlich wahrscheinlich alle 5 Sekunden umgucken. Gerade wenn man alleine war, dass man nicht selbst Nahrung holt. Ne? Muss ich jetzt noch was... Oh, hier geht's weiter schon. Oh, eine Höhle missfällt mir eigentlich schon mal. Muss ich ganz ehrlich sagen, eine Höhle sieht mir so nach Bär oder sonst was aus. Das ist jetzt eine unsichtbare Wand? Och Leute, wolltest du mich eigentlich
Ampeln hier? Wo muss ich denn jetzt hin, bitte? Was soll das jetzt werden? Welchen Weg muss ich denn gehen? Scheinbar komme ich ja da nicht lang. Ach Leute, das ist... Oh. Komme ich da wirklich nicht durch, auch nicht mit dem Feuerstein? Muss ich mir da irgendwas kraften? Warte mal. Kraften war? Nee. Kraften war? Da? Was ist das denn schon? Schön. Das ist rot, das habe ich schon gesehen. Wo war denn das Craften? War das doch hier? Handwerk. Kann ich schon was anderes bauen? Du kannst noch keine Keule herstellen. Schön, warum nicht? Weil ich nicht genügend Teile habe oder warum? Er zeigt mir aber die Richtung an, oder? Kann ich da hoch? Da bleibt er nicht hängen. Oh, super, Günthi, du bist wieder. Du bist der King der Könige hier. Da schießt er einen Pfeil ab. Oh nee, jetzt habe ich nur 6 Pfeile. Ah, ich habe ihn wieder, aber trotzdem. Das war jetzt nicht... mir weg. Dass ich hier wieder wegkomme, Alter. Ich laufe jetzt im Kreis, das ist ja super. Das ist ja echt super. Ich weiß ja schon da, wo ich hin muss, aber ich habe ja nichts. Habt ihr da Feuerstein anzünden? Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert mit dem Feuerstein, das ist das Problem. Oder wie man Feuer überhaupt macht. Ich war schon gar nicht so verkehrt, davon nochmal abgesehen. Ich war eigentlich schon richtig, ich muss nur wissen, wie ich diesen scheiß Dornbusch da wegkriege. Bitte. Ich hasse Rätsel, wo ich nachher mich totlade, dass ich darauf nicht gekommen bin. Ich bin hier Chef, Master von diesem Tal. Genug Fleisch, ich bleibe hier. Ich brauche nichts Siebe, was auch nur fressen und nur pupsen und kacken in meine Hölle. So, was machen wir jetzt? Fragezeichen. Was kann ich denn jetzt hier machen? Nix. Super. Ja, aber was darf ich machen? Hier ein Dorf bauen oder was? Ich will hier durch, verdammt nochmal.
soll denn der Shit jetzt hier? Wirklich? Oder muss ich noch gegen den Säbelzahntiger kämpfen, um das Level bestanden zu haben oder was? Ist doch jetzt... Das ist eine Höhle, oder? Alter, wenn da ein Bär drin ist, dann sind wir sowas von am Arsch. Alter, oder der Säbelzahntiger. Nee, ist ja gar keine Höhle. Trotzdem wären wir am Arsch. Ich weiß nicht, wozu ich diese Dinger da sammle und nichts mit anfangen kann. Sollen wir jetzt hier eine Hütte bauen oder was? Was ist denn jetzt hier das Prinzip? Ich hatte das. Wenn ich starte und ich weiß nicht, was jetzt hier mein Ziel eigentlich wirklich ist. Denn da geht es momentan nicht weiter. Das haben wir ja gesehen. Rote Zone, können nicht einreisen, Feuer habe ich nicht, kennen wir nicht. Oder soll ich hier drei Tiere erstmal jagen? Oder worum geht's jetzt hier? Habe ich hier irgendeinen Punkt nicht angeklickt, wo dickes, fettes Krokodil oder der Säbelzahntiger gleich wieder auftaucht? Oder worum geht's hier eigentlich? Ganz ehrlich, ich weiß es im Moment nicht. Muss ich hier alle Rohstoffe aufsammeln? Das kannst du jetzt auch nicht sagen. Ich habe schon wieder Geräusche. Sich mir nicht gemacht. So. Was ist da? Daneben geschossen. Super. Hey, Wetter. Was ist los? Was ist da los? Freund der Sonne. Was ist das für ein Geräusch, was ich nicht... Ist er das? Schon Feier machen. Wir sind zum Glück immer noch nicht. Feuer geht schon. Isso. Winja Hadashta. Urgi Winjam Sakwim. Urusimqua. Pantishas Dangu. Wajra Tatichamapur Baram.
darf jetzt was herstellen endlich. Da guastru d'agua. Oh, 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 schau, was da ist. Der will jetzt nichts von mir, oder? Kommt jetzt nicht hierher, bitte. Ist der meine erste Bestie, die ich zählen darf? Ja, vielleicht. Gut. Okay, das Geheimnis haben wir jetzt erstmal gelüftet, wie es weitergeht. Und mit Geduld geht es weiter. Gut, ich denke mal, das erste Teil hier reicht zeitgemäß. Mal sehen, was da ist. Kann ich hier lang? Kann ich wieder? Ich frage mich das nur. Oh, nicht abschneiden. Nee, das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Bal Winja Guan. Wal Pura Guar Shitaugam. Fußabdrücke sehe ich, aber ich höre auch. Pfeile. Wie viel habe ich noch? Töten oder nicht, aber ich muss so eine neue Pfeile bauen. Komm her. Komm her jetzt.
Das stimmt. Neue Decke gekauft. Drei Pfeile habe ich. Kann ich da jetzt was Neues bauen? Kann ich nicht. Wieso nicht? Habe ich das Feuer gesetzt? Geil, ich kann auch Feuer machen. Ist nicht dran. Noch gefehlt. Der hat mir jetzt noch gefehlt. Drei Pfeile ist doch nicht euer Ernst. Mit jeder brennenden Waffe.